Ich bin Tom, ich komme aus Hamburg. Ich studiere im Bachelor Ökonomie, Nachhaltigkeit und Transformation. Ich habe 3 Jahre lang so Aktivismus gemacht. Ich habe mit Fridays for Future angefangen und da einen Klimastreik organisiert in dem Dorf oder in der kleinen Stadt, wo ich herkomme. Und danach habe ich so verschiedene Gruppen ausprobiert und bin dann zuletzt bei Direkte Demokratie, gerade zu Grundeinkommen und Klima, hängen geblieben. Und habe das erst in Berlin gemacht und jetzt in Hamburg. Für mich heißt es, darüber nachzudenken, welche Potenziale wir als Gesellschaft haben und wo gucken, wo wir hinwollen und dann aber vorher natürlich auch realisieren, wo wir gerade stehen und daraus quasi einen Weg zu entwickeln, wo wir hinwollen und wie wir das machen. Vor allem, weil es ein anderes Studieren ist, als ich es sonst hätte machen müssen und wo ich gar keinen Bock hätte, so für Klausuren lernen oder damit ich für die Klausuren lerne und danach alles wieder vergessen. Und gleichzeitig aber auch, weil ich das Gefühl habe, es gibt viel, was ich dann in der Praxis auch anwenden kann und auch was quasi sehr viel analysiert von dem, was da ist, aber gleichzeitig auch Wege überlegt, wo wir zum Gesellschaftsgestalten hinkommen. Lange waren es vor allem Klima- und soziale Themen und gerade ist es ganz akut eher, wie wir unsere Demokratie beschützen können, weil ich glaube, alles daran eigentlich auch zusammen anknüpft. Genau, und aber auch, wie wir sie verbessern und weiterentwickeln können.